Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute kommt das nächste Highlight, heute kommt der nächste Wahnsinn, heute kommt das nächste große Ding in Form eines neuen Rasenmähers. Ein äußerer Rasenmäher. Nein. Verrückt. Yeah! Ja, liebe Rasenfreaks, mich hat die Firma Kubota angesprochen, ob ich nicht mal einen ganz für Deutschland ganz außergewöhnlichen Rasenmäher testen möchte. Ich sage natürlich, klar, Rasenmäher, her damit. Ja, die Firma Kubota liefert mir heute einen Null-Wendekreismäher, einen Zero-Turn-Mäher, einen Rasenmäher, wie sie die Amerikaner feiern. Rasenmäher, die nicht wie ein Trecker aussehen. Wir Deutschen lieben ja Trecker fahren. Die Amerikaner lieben diesen amerikanischen Null-Wendekreismäher. Und genau so ein Gerät kriege ich heute von Kubota hier zum Testen. Wow, es ist unglaublich. Ja, noch sind sie nicht da. Ja, total, hör mal zu, das ist mein Ding. Das ist also was Besseres, gibt es überhaupt nicht. Dann haben wir heute mal nicht alles verkehrt. Ist das nicht der absolute Mega-Hammer? Ein echter Null-Wendekreismäher, wie sie die Amerikaner lieben, jetzt hier beim Rasenfreak. Für euch, für unsere Rasenflächen, für coole Videos. Yeah! Ja, liebe Rasenfreaks, das ist also der Z122R von Kubota. Das sind die Geräte, die die Amerikaner lieben. 80% aller Rasenmäher sind in Amerika Z-Turn-Rasenmäher. Die haben nicht diese Trecker, die haben diese Rasenmäher. Und ich finde diese Rasenmäher schon lange echt cool und wollte unbedingt so ein Gerät mal testen, und die Firma Kubota hat mir dieses Gerät zum Testen gegeben. Yeah! Vielen Dank Kubota für diesen coolen Gefallen, den sie mir getan haben. Echt eine coole Nummer. Ja. Der größte Unterschied zu einem normalen Rasentraktor ist, dieses Gerät hat kein Lenkrad. Das hat zwei Bügel. Zack, und diese Bügel sind die Lenkung und der Antrieb im einen. Also es gibt kein Gaspedal, es gibt kein Lenkrad, es gibt nur diesen Bügel, und damit fährt man diese Geräte. Und das ist sehr, sehr cool gelöst. Auf jeder Seite der Maschine am Rad sitzt ein eigener Hydrostat, ein eigener hydraulischer Antrieb, den hört man auch ziemlich deutlich. Und durch das Vorwärts- und Rückwärtsziehen dieser Bügel lässt man ein Rad schneller oder langsamer laufen, beide Räder schnell oder langsam oder sogar rückwärts. Und damit sind diese Geräte unglaublich wendig. Das ist Wahnsinn. Man kann eben, wie gesagt, auf der Stelle drehen. Sollte man auf solchen schönen Rasenflächen vielleicht nicht tun, weil dann radieren die Räder ein bisschen. Aber man kommt also wirklich sehr, sehr leicht um jegliches Hindernis herum. Ja, also das ist der große Unterschied. Daran muss man sich auch ein bisschen gewöhnen. Das ist am Anfang nicht so ganz ohne. Da weiß man ja nicht unbedingt so spontan, ob man jetzt vorwärts, rückwärts ziehen muss, um das Gerät richtig zu fahren. Aber das lernt sie innerhalb von 10 Minuten. Genau, das ist also hier der große Unterschied. Ja! Cool. Sollen wir fahren?
Wir fahren mal. So. Schon krass. Zum Start müssen diese beiden Bügel nach außen. Da gibt es eine Handbremse. Die Handbremse muss angezogen sein. Und dann kann man das Gerät starten. Wenn man jetzt die Bügel reinnimmt und die Handbremse nicht gelöst hat, geht der Mäher wieder aus. Ihr seht, man muss ein bisschen aufpassen. Dann kann schnell auch mal was schief gehen am Anfang. Ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, funktioniert das wirklich fantastisch. Und ja, ich habe damit schon ein bisschen rumgemäht. Natürlich, ich mache hier nicht unvorbereitete Sachen. Ja, und das ist also schon die ganze Lenkungsgeschichte. Also vorwärts fahren, links, rechts. Also einer vor, einer zurück. Na, wenn ich den rechten zurücknehme und den linken vornehme, fährt er eine Rechtskurve. Wenn ich gegensätzlich den linken zurücknehme und den rechten vorziehe, fährt er eine Linkskurve. Wenn ich beide zurückziehe, fährt er ab der Mitte, das ist hier die Mitte, fährt er rückwärts. Und wenn ich beide vorschiebe, fährt er geradeaus vorwärts. Coole Sache. Nächster Punkt, Motor. Motor ist immer spannend. Motor ist immer spannend. Ja, wir haben hier einen Kawasaki-Motor. Normalerweise hat Kubota eigene Dieselmotoren am Start. Die sind auch sehr bekannt und berühmt für ihre tollen Dieselmotoren. Dieser Motor hat nun ausnahmsweise einen Benzinmotor von Kawasaki. Ein V-Zweizylinder-Motor mit 19 PS. Schon ganz schön, 19 PS. Und relativ leicht natürlich hier zu warten, weil der ganze Motor offen ist. Hier ist der Luftfilter unter, kann man völlig leicht hier ausbauen, völlig easy. Hier ist der Ölmessstab, da kann man das Öl kontrollieren. Hier hinter kommt man auch super, super dran, ist der Ölfilter. Hier haben wir noch einen fetten, kann man das sehen, weiß ich nicht, da haben wir noch, von oben vielleicht, da haben wir noch einen fetten Benzinfilter und... Und das war schon. Wo ist der Kraftstoffbehälter? Der ist unterm Sitz. Jetzt kann man vor hier. So. Zack. Der Kraftstoffbehälter ist hier unter dem Sitz. 12 Liter fest der Kraftstoffbehälter. Hier ist der Einfüllstutzen. Hier ist die Batterie verbaut. Hier sind die Sicherungen verbaut. Schöne Sache. Cool. Ja, vom Motor geht jetzt hier eine Welle runter auf einen Antrieb, auf einen Riemenantrieb. Ein Antrieb geht direkt auf die beiden Sichelmesser und der zweite Antrieb geht auf die beiden Hydrostaten, die dann die Räder antreiben. Coole Technik. Sehr schön. Der Sitz ist verstellbar. Kann man also richtig schön nach vorne und nach hinten stellen, ganz einfach verstellbar. Das kann ich ja mal gucken, der Sitz wird hinten. Oh, das ist noch besser. Diese beiden Bügel sind auch in der Höhe verstellbar. Ich werde die beiden Bügel auch jetzt eine Stufe runter machen. Und man kann sie noch in der Neigung verstellen. Mir sind die jetzt hier ein bisschen zu hoch, weil ich relativ klein bin. Und von daher stelle ich die, glaube ich, noch mal eine Position runter. So, lieber Radelfix, kommen wir zum wichtigsten eines jedes Spinnenmähers, den Messern, die das Gras schneiden. Hier drunter sind zwei Sichelmesser. Das ist eine 42 Zoll Schnittbreite. Das sind 107 cm Schnittbreite.
dieses Deck hier kann man mit diesem Pedal absenken und wieder hochheben. Und zwar drückt man einfach drauf, dann dreht man an der Höhenverstellung, zum Beispiel auf 1,5, das ist eigentlich Zoll, nicht Millimeter. So, und dann senkt sich das Mähdeck ab. Und wenn man jetzt über ein Hindernis fährt, kann man es anheben oder wenn man in die Transportposition möchte, dann stellt man einfach auf die höchste Mähstufe. Das ist 4,25 Zoll, das sind dann ungefähr 100 mm Schnitthöhe. Ja, lieber Radfix, das ist die Schnitthöhenverstellung. Damit stellt man die Schnitthöhe ein, die steht jetzt hier in Zoll. Das Gerät wird in Amerika hergestellt, deswegen ist hier alles amerikanisch. 1,5 kann man sich merken, 1 Zoll sind ungefähr 24 Millimeter, 1,5 sind 24 plus 12, also 37, 38 mm Schnitthöhe ungefähr in der untersten Stellung. Und dann gibt es 1,75, 2 bis 4,25 und das sind ungefähr 100 mm, glaube ich, sonst blende ich nochmal den richtigen Wert ein. Easy. Hier haben wir den Anlasser, hier haben wir den Knopf, um das Mähwerk einzuschalten, den Choke, weil es ein Benziner ist, und hier den Gashebel. So, einfach ein bisschen Gas geben. Ach so, Handbremse fest, Maschine springt relativ einfach an. Gas geben, Vollgas. So eine Mini-Fläche mit so einer großen Maschine zu mähen, ist natürlich völlig bescheuert. Aber auch das geht. Ne? Das ist eben der Wahnsinn durch diese Wendigkeit der Maschine. Und ich habe wirklich noch nicht lange gemäht. Also das ist cool. Ja, Freaks, das war's soweit. Mein erstes Video zum Kubota Z122R. Das nächste Video kommt irgendwann. Da werden wir natürlich mal eine richtig große, richtig fette Rasenfläche mähen. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das gefunden habt, hier mal so eine Maschine hier zu testen. Das ist natürlich nichts für den normalen, kleinen Rasenbesitzer. Wir machen noch ein paar andere Videos mit dem Kubota, also bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak ist hier am Start mit den coolsten Maschinen überhaupt. Tschüss.